Moin, meine Schokohäschen, und willkommen in Riga, der Hauptstadt Lettlands mit 600.000 Einwohnern, so groß wie Dortmund ungefähr, ist aber dennoch die größte Stadt im ganz Baltikum. Ich befinde mich hier auf dem Hochhaus der Wissenschaftsakademie, um mir einen Überblick zu verschaffen, denn ich versuche mir heute eine Tracht zu kaufen. Hier befindet sich nämlich momentan das Tanzfestival der Riga statt. Das findet seit 1850 jedes Jahr hier statt und es gibt hier momentan massig traditionelles Zeug zu kaufen. Zuallererst gehen wir jedoch darunter. Das sind die Zeppelin-Werften. Früher wurden dort Zeppeline gebaut, mittlerweile jedoch sind dort lauter Märkte. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Was haltet ihr davon? Da hat mich jetzt tatsächlich der Sicherheitsdienst rausgeworfen, weil ich so viel rumgeschnuppert habe. Aber das ist uns egal, weil wir gehen jetzt zum Markt. Das sind übrigens so typisch lettische Souvenirs, die man mitnehmen kann. Man kann die auch am Strand finden, jedoch kaufen die meisten Leute das einfach an solchen Ständen hier. So, und hier wären wir in einer der berüchtigten Zeppelin-Hallen. Ich sehe, die packen hier alles wieder ein. Es riecht hier überall natürlich nach Fisch. Ja, das ist wohl offensichtlich die Käse- und Nusshalle. Doch was ich tatsächlich haben will, ist schwarzer Balsam. Das ist ein traditionelles Getränk, das hier in Riga erfunden wurde, vor hunderten von Jahren. Steht aus vielen, vielen zusammengesetzten Kräutern. Und ich will unbedingt wissen, wie das schmeckt. Gibt es ein paar modernere Läden, aber nichts Traditionelles. Das sieht aber gut aus hier. The Black Balsam, there are different tastes or... Yes, ah, okay. Ja, ja. Kirsche, current origin. Black Balsam, original. Das war ja leichter zu besorgen als gedacht. So, nächste Halle. Hier gibt es wohl anscheinend nur Klamotten. Gibt aber überraschend viele Frauenklamotten. Ich frage mich, ob es überhaupt welche Trachten für Männer gibt, die ich mir besorgen kann. Aber wenn, dann hier wohl offensichtlich sowieso nicht. Deswegen bewegen wir uns jetzt Richtung Tanzfestival. Also gestern habe ich noch einen Stand gesehen, der dunkles Brot verkauft hat. Das ist auch ganz typisch für Lettland. Heute sehe ich das leider nicht. Aber was man jedes Mal machen soll, wenn man ein post-sowjetisches Land besucht, ist sich Quast zu holen. Hallo. 05, please. Yes. Quast ist irgendwie so eine Mischung aus Malzbier und Karamell irgendwie. Es gibt die auch im Supermarkt, natürlich viel süßer und viel leckerer. Wenn ihr mal in Osteuropa seid, dann müsst ihr unbedingt Quast in so einem Straßenstand holen. Schmeckt bitterer. Aber es ist das einzig wahre Quass. Hier geht's weiter, die typischen lettischen Produkte. Natürlich Sonnenblumenkerne, die dürfen nicht fehlen für die ganzen Gopniks da draußen. Sonnenblumenöl, das Essen in Lettland ist sehr fetthaltig. Hier noch die russische Variante. Es gibt viele Russen hier in Lettland. Kviesu, Milti, Extra. Auch ist das Essen hier sehr, sehr fleischhaltig. So, wir gehen mal Richtung Tanzfestival. Oder schauen wir uns vorher noch so einen Busbahnhof an. Das ist auch interessant. Geh auf, jawohl. Mal gucken, wo man von der größten Stadt im Baltikum überall hinfahren kann. Boah, 6 Monitore, um die ganzen Orte abzuklappern. Aglona, Baldone, Alozi. Ich kenne die ganzen Orte natürlich nicht, weil ich erst eine Woche hier im Baltikum bin. Sieht ja aus wie an der Börse hier. Und hier gibt es überall die einzelnen Reiseunternehmen und die ganzen Buslinien. Was Riga so interessant macht, ist, dass es hier reiche Gegenden gibt, es gibt arme Gegenden. Man kann hier Action haben, man kann auch seine Ruhe haben, nachdem ich in Lettland jetzt die ganze Küste entlang gefahren bin und quasi kaum jemanden kennengelernt habe, wollte ich in Riga natürlich Action haben. Und in den ersten 24 Stunden bin ich in einem Hip-Hop-Video gelandet, wo ich irgendwo im Hintergrund tanze, war bei einem Tuning-Treffen und bin mit irgendwelchen Leuten durch die Stadt gezogen. Das beruht wahrscheinlich auch ein bisschen darauf, dass in Lettland die Winter sehr hart sind und wenn dann mal die Sonne scheint, dann sind alle Leute draußen unterwegs und machen tausende von Aktivitäten. Alle sind am Strand oder in der Stadt, kaufen sich Sachen, treffen sich mit Freunden, sitzen in Bars und an Cafés, wodurch Riga einfach alles zu bieten hat.
Und auf unserem Weg zum Tanzfestival besuchen wir natürlich auch die Freiheitsstatue Rigas. Das Denkmal der nationalen Souveränität Lettlands. Mit der Aufschrift Tevcemej un Brīvībai, was bedeutet für Vaterland und Freiheit, wurde 1930 dieses Denkmal aufgebaut, das dann von den Nazis eigentlich zerstört werden sollte, da es von einer Künstlerin erbaut wurde, die sich gegen den Nationalsozialismus entpuppt hat. Doch haben die das nicht hinbekommen und jetzt repräsentiert es den Stolz des Landes. Man muss wissen, dass Lettland quasi die ganze Zeit nur vergewaltigt wurde. Bevor die Nazis kamen, kamen die Sowjeten, haben das Land einfach nur ausgenommen. Die Nazis haben das Land dann noch mehr auseinandergenommen. Als diese dann besiegt wurden und die Sowjetunion wieder dran kam, waren die total angepisst auf Lettland, warum die sich so von den Nazis haben ausnutzen lassen und haben sie noch mehr bestraft. Die Letten wurden eigentlich immer nur bestraft, wodurch sich die Integrität und der Stolz des Landes gebildet hat. Mann, Mann, die Letten, die haben echt Hummeln in den Hintern. Es ist ein Mittwoch und hier laufen überall Letten herum. Das Land und die Stadt blüht richtig. Das ist echt der Wahnsinn. So, und mit schönem Ausblick auf die Freiheitsstatue Lettlands probiere ich jetzt Riga Black Balsam. Originales Rezept seit 1752. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. 45%, oh nein, ey. Ich trinke ja normalerweise unterwegs gar nichts, aber das muss ich ausprobieren. Ich weiß gar nicht, schüttle ich das oder was? Also riechen tut es nach Kräuterschnaps. Auf Riga, auf Lettland, auf die lettische Bevölkerung. Prost! Kräuterschnaps. Da haben wir doch was. Traditionelle Anzüge für Männer. Die sind schon irgendwie ein bisschen hässlich. Vielleicht haben die ja irgendwas Einfaches wie so eine Kopfbedeckung. Ja, das sind so Frauenkleider. You want a level, ja? You want a level, I think so. Black Balsam knallt. Nirgendwo gibt es irgendwelche Trachten zu kaufen oder traditionelle Kleidung. Selbst im Nationalen Kunstmuseum nicht. Das ist echt schade. Ich frage mittlerweile überall. Die Leute, die haben die ja wahrscheinlich online bestellt. Ich wünschte, ich hätte wenigstens irgendwie so eine lustige Kopfbedeckung oder sowas. Aber sieht so aus, als müsste ich mich mit einer Bernsteinkette zufrieden geben. Thema Parkplätze kann ich sagen, Parkplätze bzw. Stellplätze. Es gibt hier 3 Parkplatzzonen. Stellplätze sind hier auch kein Problem, besonders die bezahlten. Es gibt aber auch Gratis-Stellplätze. Momentan wegen des Tanzfestivals ist der direkt an der Altstadt leider abgesperrt. Ich habe vorher eine kleine Notiz bekommen, dass ich mich bitte umstellen soll, sonst werde ich abgeschleppt. Und in der Nacht habe ich beobachtet, dass da eine ganze Armee von Polizisten und Abschleppwagen durch die Stadt fuhren und tonnenweise Autos verschleppt haben. Ja, deswegen stehe ich momentan etwas weiter außerhalb. Dort ist es jedoch auch sehr friedlich. Ich fühle mich dort absolut sicher. Seit einer Woche stehe ich dort und ich habe es ungefähr 15 bis 20 Minuten bis zum Zentrum der Stadt. Und hier befinden wir uns im Epizentrum des historischen Stadtteils. Das ist das Schwarzhäupterhaus. Im 13. Jahrhundert haben reiche Gilden versucht, ihre Singles aus Riga mit anderen zu vereinen. Seitdem wurde es für wichtige Treffen reicher Leute verwendet. Das ist der Rathausplatz. Hier haben wir das Rathaus. Da gehen wir auch mal kurz rein. Natürlich mit europäischer und ukrainischer Flagge. Wurde im 14. Jahrhundert das erste Mal gebaut, im 18. Jahrhundert dann das erste Mal zerstört und komplett neu aufgebaut. Dann im 20. Jahrhundert nochmal zerstört und 2003 nochmal komplett neu aufgebaut. Ganz klassischen Stil. Ja, hier sind wir in der Altstadt und alten Gebäuden. Typisch ist auch, dass überall die lettische Flagge hängt. Man kann kaum in eine Straße reingehen, ohne dass dort eine Flagge hängt. Und natürlich ist die Stadt auch mit vielen Museen übersät. Oh, das sieht doch besser aus hier. Ja.
is it spelled? Solanka? Solanka? So. Solanka? Solanka? Solyanka. 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 This Russian play, yeah, okay. Yeah, Solyanka. And what is typical Latvian? With sugar, right? Yeah, no, no, thanks. With garlic. Oh, okay. With garlic. Where are you from? Germany. Germany. In Wittenberg. Huh? Wittenberg. Yeah, very good. Yeah, I know. Okay, I need to do, yeah. Hier, das ist der zentrale Parkplatz, der gratis ist, nur leider ist er momentan abgeschlossen wegen der schieren Massen von Leuten, die zum Tanzfestival kommen. Man kann das ja hier wunderbar sehen. Schaut euch an, was für ein riesiges Schiff hier schon seit einer Woche steht. Auch wenn Lettland weltweit etwas unbekannt ist, gewinnt Riga doch immer mehr an Aufsehen. Ja, wie gesagt, hier kann ich nicht mehr stehen. Ich stehe ungefähr 2-3 Kilometer weiter südlich, einfach die Küste entlang. Es ist ein toller Weg, da die Promenade super toll ausgebaut ist. Ich habe mir jetzt ordentlich die Beine vertreten. Da es soweit abseits ist, hat man da auch etwas mehr Ruhe als hier direkt im Zentrum. Weil die Altstadt ist hier wirklich keine 500 Meter von hier entfernt. Also bin ich mit dem Parkplatz da hinten am Wasser auch sehr zufrieden. Hallo. Yes, yes. Und hier haben wir das Schloss Riga, ich glaube im 14. Jahrhundert aufgebaut. Das ist der Sitz des Staatspräsidenten, also des Präsidenten von Lettland. 2007, meine ich, hätte es hier ein Riesenfeuer gegeben, wo ganz viel zerstört wurde. Auch das Löschwasser hat vieles vom Innenausbau ruiniert. Eine Tour gibt es leider nicht, zudem der Soldat da vorne nicht darüber erfreut ist, dass ich hier mit einem Bundeswehrrucksack rumlaufe. Dieses Gebäude ist der Grund, warum die Altstadt hier in Riga auch so sicher ist, weil hier wird alles komplett überwacht. Ihr habt hier überall Kameras und die Polizei ist wirklich präsent. Grundsätzlich ist in Lettland die Polizeipräsenz etwas erhöhter als in Deutschland. Das liegt nicht daran, weil es hier irgendwelche Gefahren gibt oder sowas, sondern weil in Lettland ungefähr ein Drittel mehr Polizisten im Einsatz sind pro Einwohner als in Deutschland. Man ist hier also grundsätzlich ziemlich sicher. Natural Latvian bread. How our grandfathers used to. Bread is standing 2-3 weeks. Nothing happened with him. It's his classic. It's his ham. Bye. Endlich habe ich so ein dunkles Brot gefunden. Das soll dunkles Roggenbrot sein. Einzigartig in Lettland. Ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt. So, was meint ihr? Steht mir, ne? Ich habe meinen Kvass, ich habe mein dunkles Roggenbrot, ich habe mein Souvenir. Jetzt bin ich ein richtiger Gopnik. Ich gehe jetzt zum Auto zurück, weil ich natürlich keinerlei Akku übrig habe in der Kamera. Immer wieder hervorragend vorbereitet. So eine Bernsteinkette wollte ich nicht haben. Also habe ich mir so eine coole Mütze geholt. Oh, ist aber verdammt heiß hier unter dem Ding. So, das heißt, ich gehe zum Auto zurück. Wo ich dazu hin muss, ist für mich ganz leicht zu erkennen. Das dort ist der größte Turm in der EU. Mein Fahrzeug steht gegenüber auf der anderen Seite des Wassers. Mit einer mega Aussicht, bis die Sonne dort auf der Seite untergeht. Natürlich ist der Stellplatz ohne irgendwelche Services, ohne Toilette oder Duschen oder sonst irgendetwas. Es ist einfach nur ein Asphaltplatz, aber das werden wir gleich sehen. Aber dafür, dass es gratis ist, ist es natürlich echt der Oberhammer. Schauen wir uns das mal an. Ich dachte eigentlich, heute wäre der letzte Tag, aber ich habe eben noch ein Ghetto-Museum gefunden. Das will ich mir auf jeden Fall angucken. Riga lässt mich einfach nicht los, aber zu denen darf ich heute auch nicht weiterfahren, da ich ja was getrunken habe. Und in Lettland ist das so, dass es überall Alkoholkontrollen gibt. Und wenn ihr dreimal erwischt werdet, dann wird euer Fahrzeug konfisziert und die schicken das Auto in die Ukraine. Wie geil ist das denn? Also besser nicht betrunken Autofahren in Lettland, was eigentlich sowieso ein absolutes Tabu ist. Besonders wenn man ein Fahrzeug hat, wo alles drin ist, was man besitzt. Da guckt es euch an, ist das nicht eine geile Aussicht? Ich habe mich natürlich direkt hier am Wasser hingestellt, damit mir abends keiner hier rumläuft. Manchmal gibt es hier Angler, aber die Sonne, die geht dort immer unter. Und dann kann ich bis spät abends hier die Aussicht genießen. Die Sonne wirft dann noch schöne Schatten und natürlich den großen Fernsehturm von Riga. Okay, ich muss jetzt meinen Krempel ausladen, die Kamera aufladen.
Aber dann geht's auch direkt wieder los in die Stadt, ehrlich gesagt. So, meine Schokohäschen, das Brot schmeckt geil. Von außen ist es angebrannt, aber das haben sie extra gemacht, damit das lange hält. Auch so erstaunlich, wie so ein kleines Stück Brot so schwer sein kann. Dieses Zeug packe ich weg, davon hat mir ein Schluck gereicht. Die Klamotten habe ich komplett gewechselt, die hängen hier zum Trocknen. Die Lüfter sind alle an, die werden dann hier die ganze Luft und Feuchtigkeit raustragen. Das ist echt geil, so ein Auto zu haben, wo man einfach alles ganz schnell erledigen kann. Jedoch habe ich keine Lust, hier rumzusitzen. Nicht, wenn ich Riga vor der Haustür habe. Also nehme ich mir mein Akku-Pack mit, damit die Kamera nicht abstirbt und gehe wieder hin. So, diesmal ohne Rucksack. Ab zurück in die Stadt. Und ja, hier haben wir sie, die wundervolle abendliche Aussicht vom Parkplatz in Riga. Und das ohne einen Cent zu bezahlen. Das ist der Grund, warum ich jetzt seit einer Woche in Riga bin. Hier gibt's echt den ganzen Tag nur Action. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich konnte ein paar verrückte Sachen in Lettland zeigen und habe es euch ein wenig schmackhaft gemacht. Ich denke, ich werde noch ein paar Tage hier bleiben und dann weiter Richtung Estland reisen. Dort mal Riga mit Tallinn vergleichen. Tallinn ist die Hauptstadt von Estland. Ich habe auch noch einige Leute kennengelernt, die da gerade auch hinfahren. Vielleicht treffe ich die ja. Ansonsten bedanke ich mich super fürs Zusehen. Wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht und sage, wir sehen uns unterwegs.